Zusammenfassend kann gesagt werden, dass natürlich das Plakat eines der stärksten Instrumente nach wie vor gerade bei einer personenabhängigen Wahl ist. Es werden Persönlichkeiten dadurch stark bekannt gemacht und das ist natürlich wichtig bei Wahlen wie einer EU-Wahl, wo die Kandidaten nicht so bekannt sind. Darum nehmen auch ganz viele Parteien den Parteiobmann oder die Parteiobfrau mit aufs Plakat. Spannend wirklich zu beobachten ist, dass die zwei Regierungsparteien darauf verzichtet haben. Allerdings ist das bei den Umfragewerten, was Kanzler und Vizekanzler aktuell haben, beziehungsweise den Beliebtheitswerten, nicht verwunderbar. Wir dürfen wirklich gespannt sein, wie am Sonntag die Wahlen ausgehen.